Er ist schon irgendwie seltsam. Der heutige Handelstag fühlt sich weitgehend so an wie der gestrige. Wir erleben also eine Art Déjà-vu. Auch gestern hatten wir ja aufgrund der Eskalation des Ukraine-Krieges zunächst mal negative Kursreaktionen an den Aktienmärkten. Dann sahen wir eine Erholung. Gestern die Erholung getragen von Nvidia, sodass die Indizes in den USA noch deutlich im Plus schlossen. Heute tut man sich da schwerer vor den Nvidia-Zahlen. Da ist die Erholung deutlich geringer. Und es geht jetzt um nicht weniger als um 300 bis 400 Milliarden Dollar. Das ist das, was man erwartet, was an Marktkapitalisierung sich verändern wird mit den Zahlen heute nachbörslich von Nvidia. Also das wird eine ziemlich heftige Nummer, ist übrigens deutlich mehr als die USA seit Beginn des Ukraine-Kriegs an Militärhilfen an die Ukraine geleistet haben. Gehen wir gleich mal rein, meine Damen und Herren. Gestern waren es diese amerikanischen TACAMS-Raketen, die die Ukraine erstmals abgefeuert hat. Heute hat man die britischen genommen, nämlich die UK Storm Shadow Missiles. Das sind Raketen, die nicht ganz diese Reichweite haben der amerikanischen, aber es reicht eben, um in das russische Hinterland ein bisschen reinzufeuern. Das ist latent eine weitere Eskalation, dass also jetzt nicht nur die Amerikaner, sondern jetzt auch die Briten und vielleicht bald auch die Franzosen oder wer auch immer hier Waffen praktisch mitkoordiniert, die dann in Russland einschlagen, dass das Ganze diese Situation nicht beruhigt, liegt auf der Hand und die Märkte reagieren inzwischen darauf. Die geopolitische Lage hat durchaus Einfluss auf die Märkte. Gestern hat Nvidia das Ganze eben übertüncht. Diese Euphorie über Nvidia, die Aktie fast 5% gestiegen. Heute gelingt das nicht. Die Aktie bislang nicht im Plus vor den Zahlen. Und hier sehen wir mal, der Nasdaq über 1% ins Minus gedreht, weil eben da diese Meldung dieses Abschusses durch die Ukrainer dieser britischen Rakete dann die Runde machte. Das hat schon ein bisschen gescheppert. Dann, wie gesagt, hat man sich ein bisschen besonnen. Vieles spricht übrigens jetzt weiter dafür, dass dieses chinesische Schiff Zhipeng hier diese Kabel zerstört hat, offenkundig mit dem Anker. Hier diese Seekabel, diese beiden Seekabel in der Ostsee zerstört hat. Die dänische Marine hat gleich reagiert und das Schiff erstmal angehalten und praktisch erzwungen, dass man hier an Bord geht. Der Kapitän dieses Schiffes, dieses chinesischen Schiffes, das vorher ja aus Russland kam, ist ein Russe. Also all das sagt noch nicht zwingend, dass es wirklich auch so gewesen ist. Aber die Verdachtsmomente sind so enorm derzeit, dass vieles dafür spricht. Also auch das wieder eine geopolitische Komplikation, könnte man sagen. Dieses Zusammenspiel, ein russischer Kapitän mit einem chinesischen Schiff, das ist im Prinzip auch eben ein eskalierendes Moment. Und jetzt warten alle natürlich auf diese Nvidia-Zahlen und die Bank of America, die hat hier Geniales geschrieben. Ja, also die Nvidia Earnings, die könnten kurzfristig den weiteren Weg der US-Aktienmärkte bestimmen. Also das ist mal eine Nachricht, meine Damen und Herren, da würde ich einem Analysten sehr viel Geld bezahlen, um einen solchen Satz rauszuhauen. Wir sehen ja diesen Fahnenstangen-Chart von Nvidia. Was wird erwartet? Drittes Quartal Umsatz 33 Milliarden Dollar. 75 Dollar Cent pro Aktie, Rechenzentren, das wird immer sehr, sehr wichtig, knappe 30 Milliarden, dann Blackwell Umsatz 5 bis 8 Milliarden und so weiter und so fort. Sie sehen hier diese Zahlen, wichtig wird dann vor allem auch die Prognose, was wird da im vierten Quartal erwartet, 37 Milliarden Dollar, also das wären dann um und bei nochmal 4 Milliarden drauf, man erwartet also weitere Umsatzsteigerungen. Nvidia muss liefern, wo nicht, wird schwierig, wo ja. Da sehen wir diese Bewegung, die Aktie könnte ja an die 380 ranlaufen, 370, wenn alles schick ist, aber sie könnte eben auch in Richtung 310, 320 fallen, wenn es nicht so schick ist. Unten sehen wir mal diesen Swing zwischen 300 bis 400 Milliarden Dollar, das muss man sich einfach mal vorstellen, das ist mehr als das BIP sehr vieler Länder auf dieser Welt, dürfte sich hier dann an Marktkapitalisierung verändern. Und ich hatte es vorhin schon mal thematisiert. Hier sehen wir mal die Ukraine-Hilfen verschiedener Länder, vor allem der USA. Da hat man bis Ende Juni 2024 75 Milliarden Dollar
reingepumpt. Also ein Bruchteil dessen, was jetzt innerhalb von Sekunden wahrscheinlich nachbörslich passieren wird, aufgrund der Nvidia-Zahlen, dann EU. Dann kommt schon Germany. Wir sind also auch gut dabei. Und die Märkte erwarten natürlich, dass Nvidia die Zahlen wieder oder die Erwartungen natürlich schlägt. Das ist schon längst eingepreist. Wenn nicht, dann wäre das eh die Katastrophe, aber dass man schlagen wird, das ist klar. Jetzt hatte der gute Morris hier ein Analyst mal einen Satz gesagt, der glaube ich sehr wichtig ist, auch wenn Sie die Finanzmärkte verstehen wollen. Es wird mehr Fiktion produziert mit Excel als mit Word. Mit anderen Worten, in Betriebsergebnissen, die über Excel klassischerweise ja abgewickelt wurden, da hast du sehr viel Fiktion, da hast du sehr viele Dinge, die vielleicht jetzt nicht so ganz der Realität entsprechen, die windelweich sind. Das ist wahrscheinlich ausgeprägter als in der Fiction-Literatur, Science-Fiction-Literatur. Und das gilt auch für Nvidia übrigens, wenn wir uns mal anschauen. Nvidia hat in seine 10-Ks reingeschrieben, unter Anleitung von PricewaterhouseCoopers, dass man also praktisch zukünftige Gewinne jetzt schon mal in das aktuelle Quartal reinrechnen kann, weil das sind ja Gewinne, das sind ja Aufträge, da hat man vielleicht schon geliefert, ist aber noch nicht bezahlt, können wir dann mal als Verbuchte praktisch schon mal verrechnen. Hochgradig schwierig, hat zuletzt Enron gemacht, sonst ist das eigentlich eine sehr unübliche Praxis. Warum tut man das? Ich weiß es nicht, vermutlich, weil man eben darauf angewiesen ist, immer die Erwartung der Märkte zu schlagen, höher, schneller, weiter. Wenn nicht, dann würde ja diese Fahnenstange irgendwann brechen, das kann man sich nicht leisten. An Nvidia hängt praktisch der gesamte US-Aktienmarkt, man erwartet hier um und bei eine Bewegung von $13. Das hatte ich schon gezeigt, nach oben oder nach unten. Und wenn wir das Ganze mal auf Schlusskursbasis gestern sehen, dann hatte Nvidia eine Marktkapitalisierung von $3,6 Billionen. Wenn also Nvidia sich jetzt, sagen wir mal, 10% bewegen würde, dann wären das 360 Milliarden Dollar. Das sind immense Summen, das muss man einfach sich immer wieder vergegenwärtigen. Und mit diesen immensen Summen wurde auch gezockt, gerade mit Optionen. Das war ein maßgeblicher Treiber auch des Anstiegs von Nvidia. Warum? Weil eben die allermeisten kaufen ja Calls, wetten also mit diesen Optionen auf steigende Kurse. Jetzt müssen die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen, die müssen mitgehen. Die wetten ja faktisch gegen den Kunden, wenn der Nvidia-Kurs steigt. Dann steigt auch der Wert natürlich der Call-Option. Also was macht der Dealer, der Verkäufer dieser Option? Er kauft die Nvidia-Aktie physisch, muss also mitgehen, muss sein Risiko hedgen, wenn man so will. Das ist dann so ein Mechanismus, der Aktien immer weiter nach oben treibt. Und so sehen wir, dass Nvidia mit Abstand die Nummer 1 in diesem immer wichtiger, immer marktbewegenderen Optionsbereich ist. Also das ist eine echte Größe. Dann folgt mit weitem Abstand Tesla und dann kommt lange gar nichts. Meta, Apple, alles unter ferner liefen. Nvidia-Optionen mehr, mit Ausnahme von Tesla, mehr als alles, was die Magnificent Seven sonst auf die Beine stellen. Und Nvidia ist für 20% des bisherigen Anstiegs im S&P 500 verantwortlich. Also ein Fünftel kommt durch eine einzige Aktie. Das muss man sich mal vorstellen. Der KI-Hype ist nach wie vor da. Und das ist insofern erstaunlich, als ja TSMC, also dieses taiwanesische Unternehmen, das ja faktisch diese Chips baut, die Nvidia nur designt, dass der Aktienkurs von TSMC in letzter Zeit gar nicht so toll gelaufen ist, viel schlechter gelaufen ist. Was ist da los? Warum ist Nvidia so viel besser? Nun, weil Nvidia eben in den USA ist, kann man vermuten, und da die Zocker mit drauf gehen, da sozusagen eben diese ganze Finanzcommunity viel stärker Marktkapitalisierung stark ist, also viel mehr Power hat, um eine solche Aktie weiter nach oben zu bringen. Die EZB übrigens hat jetzt gewarnt vor einer Blase in KI-Aktien. Uiuiuiui. Und sagt auch, dass man bei Fonds beobachtet, dass die sehr niedrige Cash-Bestände hätten. Wenn wir uns jetzt mal angucken, naja, was hat denn KI bisher gebracht? Die These ist ja massive Produktivitätsfortschritte. Und schauen wir uns an, ob das wirklich passiert ist. Hier sehen wir das mal.
Das Produktivitätswachstum in den USA war stark, aber im Trend. Also das ist nichts, wo man jetzt sagt, bisher hätte KI irgendwie etwas geändert an der Produktivität. Finde ich sehr interessant, wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass ja sehr viel Geld investiert wurde. Allein die großen Tech-Unternehmen haben inzwischen so um und bei 800 Milliarden Dollar investiert. Datacenter, alles, was man macht, bisher noch keine Anwendung gefunden, mit der man Geld verdienen kann. Geld haben viele heute auch nicht verdient, wenn wir uns die Indizes anschauen. Moderates Minus, leichtes Minus. Wir sehen Nvidia im Negativen, im Prinzip so ein bisschen anders als gestern. Da waren es vor allem die Tech-Werte, die das Ganze nochmal aufgehübscht haben. Die sind gestiegen, während die meisten Aktien gestern gefallen sind. Aus den 100 größten Aktien im S&P 500 waren gestern, trotzdem der Index positiv war, nur 38 gestiegen. Hier sehen wir heute sehr, sehr viel Rot, und dieses Rot betrifft eben auch jetzt die Tech-Werte. Alles nicht dramatisch, aber man geht so ein bisschen in Deckung vor den Nvidia-Zahlen. Sichtbar auch am VIX, by the way, der jetzt mal eben knapp 7% gestiegen ist, wieder über der 17er-Marke handelt. Und heute dann auch die Meldung in Sachen Apple, dass die Smartphone-Sales, und das betrifft ja auch KI, weil Apple hat ja auch KI in seinem iPhone und so weiter. Sie wissen schon, da sind die Sales, also die Umsätze in China, sind um 9% gefallen im Vergleich zum Vorjahresmonat am Singles Day, der in China ja sehr wichtig ist, während Huawei hier eine Steigerung von 7% verzeichnen konnte. Also Apple verliert auch immer mehr seine starke Stellung in China. Und wir sehen, pardon, hier links unten mal Chart Nasdaq 100 Apple schlechter als der Nasdaq 100, und rechts sehen wir Microsoft, die Aktie, also die drittgrößte Aktie der Welt derzeit, auch ziemlich schwach auf der Brust, nicht mehr so stark. Goldman Sachs fragt sich jetzt, ja, was ist denn da los mit Microsoft? Also wir sehen, da sind schon nicht mehr so ganz diese euphorischen Kursverläufe beobachtbar, mit Ausnahme von Nvidia. Also muss Nvidia liefern, zumal sehr, sehr viel Geld ja zuletzt in die Märkte geflossen ist. Wir haben Rekordzuflüsse eben gerade in diese Large Caps, also in die großen Werte, die ja auch die ETFs dominieren, die Indizes dominieren. Also das sind ja diejenigen, die wirklich das Marktgeschehen bestimmen, hier diese massiven Zuflüsse. Und wir sehen, dass dennoch eine Apple, eine Microsoft nicht mehr weiter steigen. Auch eine Meta hat es nicht so ganz einfach in letzter Zeit. Also das ist schon merkwürdig, dass sehr, sehr viel Geld reinfließt, aber die Kurse nicht mehr steigen. Was sagt uns das? Das werden wir bald rausfinden. Eines ist jedenfalls klar, die Insider, also diejenigen, die in den Unternehmen sitzen, an verantwortungsvoller Position und wissen, was im Geschäft wirklich läuft und wie die Aussichten sind, die sind dabei, so rekordartig zu verkaufen, wie Anleger rekordartig dabei sind, Geld reinzupacken. Also die Insider verkaufen, die Investoren kaufen. An wen glaubt man jetzt? Ich habe da einen Verdacht, meine Damen und Herren, und der geht in Richtung der Insider. Und das Ganze geht ein Stück weit oder bildet sich ab auch bei Krypto nach dem Trump-Sieg. Hier sehen wir mal die Inflows in Krypto-Funds, Boof, gehen durch die Decke. Bitcoin-ETFs, die ETFs haben jetzt auch immer mehr Bitcoin, über 1 Million haben die jetzt schon akkumuliert, und die Stimmung in Sachen Bitcoin ist so überragend euphorisch. Habe ich jetzt gesehen in einem Interview, das ich mit Mario Lochner hatte, dazu gleich mehr, da Bitcoin-Kommentare, ja, Fugmann und so weiter, immer wieder dieses Argument der Bitcoin ist das, wenn du nicht an Bitcoin glaubst, dann hast du Bitcoin nicht verstanden. Ich empfehle allen, die das schmerzfrei sagen, einfach mal einen Kurs in Formallogik sich anzutun, denn da würde man hingewiesen darauf, dass das formallogisch nicht geht, dieser Satz, der stimmt nicht, der kann nicht stimmen. Wenn du an etwas nicht glaubst, dann hast du es nicht verstanden. Das ist ein Satz, der nicht funktioniert, der nach logischen Prinzipien nicht funktionieren kann. Ein Zirkelschluss, der eben jenseits jeder Rationalität ist und zeigt, dass da schon ein bisschen ein religiöser Glaube ist. Da kann man mir erzählen, was man will. Ja, du hast es nicht verstanden. Ja, das ist einfach so ein relativ schlichtes Totschlagargument, das an der Realität komplett vorbeigeht. Und wir sehen, hier sehen wir jetzt mal Hawk Tuah, diese Dame, die sehr berühmt geworden ist. In den USA, haben Sie bestimmt mitbekommen, die hat jetzt ein Video gemacht und hat sich bei Michael Saylor bedankt, dem Chef von MicroStrategy, und gesagt, Mensch, durch dich kam ich auf die Idee, Bitcoin zu kaufen.
Also danke, danke, hast du ganz, ganz toll gemacht. MicroStrategy hat übrigens jetzt die Anleihe, die man begibt, respektive die Schuldenaufnahme, die praktisch jetzt geplant ist, um noch weitere Bitcoin zu kaufen, nochmal erhöht. Michael Saylor hat gesagt, wegen so hoher Nachfrage. Ja, ja, sie sind alle drin, sie wollen alle rein, kann nicht schief gehen. Wenn du nicht an Tulpenzwiebeln glaubst, dann hast du Tulpenzwiebeln nicht verstanden, könnte man vielleicht auch mal ersetzen. Klar, Bitcoin ist schon ein intelligenteres Produkt als Tulpenzwiebeln, aber wenn sie einen Holländer praktisch in der frühen Neuzeit gefragt hätten, wie kannst du, gibt es irgendeinen Grund an Zweifeln in Sachen Tulpenzwiebeln, dann hätte der auch den Kopf geschüttelt in dieser Manie und hätte gesagt, was, das ist doch das super Ding, wollen alle haben, wenn es alle haben wollen, muss es doch gut sein, oder? Wenn Bitcoin alle haben wollen, dann muss es auch gut sein. Ich glaube nicht an diese Logik, die Geschichte wird zeigen, wie die ganze Geschichte ausgeht. Peter Schiff ist sich da auch relativ sicher und der sagt, der einzige Weg, dass Millionen von Leuten behaupten können, dass nichts etwas ist, also sozusagen, was ist Bitcoin? Ist ja nichts, was so konkret ist, auch als Zahlungsmittel jetzt nicht so wirklich durchsetzungsstark. Dann hast du das Problem, dass wenn du nicht verkaufst, eben faktisch eben nicht wirklich reicher bist. Also du musst ja erst, indem du Fiat-Geld tauscht, letztendlich diese ganze Geschichte werthaltig machen. Und jetzt sagen die Bitcoinisten, ja, Fiat-Geld ist ja ganz, ganz schlecht, weil die Staaten, die drucken Geld, da ist Inflation. Alles richtig, nur der Staat hat immerhin mit seinem Fiat-Geld ein Argument. Dieses Fiat-Geld hat eine Deckung durch die Wirtschaftsleistung des jeweiligen Staates, der das Geld herausgibt. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Wer deckt das denn? Wer hat da in irgendeiner Form eine Leistung dahinter, die eben eine Deckung eines Zahlungsmittels ist? Ich glaube, das sollten sich die einige nochmal vielleicht ein bisschen zu Gemüte führen. Und Peter Schiff auch mit einer interessanten Aussage. Also diejenigen, die eben sich mit Bitcoin gegen die Inflation hedgen wollen und gegen einen schwächeren Dollar, wenn jetzt zum Beispiel die US-Regierung Bitcoin kaufen würde, dann würden ja Mittel sozusagen die Ressourcen, die eher knappen Ressourcen weiter in Bitcoin fließen oder würden in Bitcoin fließen oder in Krypto fließen, sodass Bitcoin dann die Ursache wahrscheinlich wäre sogar für noch mehr Inflation und noch mehr Dollarschwäche. Ein interessanter Gedanke. Kann man mal drüber nachdenken. Wahrscheinlich wird Bitcoin die 100.000 erreichen. Die Wetten laufen auf den verschiedenen Plattformen. Hier sehen wir eben Kalshi und Polymarket. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das noch im Dezember passiert, ziemlich überragend. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man diese runde Marke erreichen wird. Runde Marken ziehen immer an. Das ist an den Finanzmärkten immer ein wichtiger Punkt. Im zweiten Teil, meine Damen und Herren, da wollen wir uns jetzt mal anschauen, was sich gerade in Sachen Trump tut. Und da sind Dinge im Gange, die für uns alle wahrscheinlich sehr wichtig werden. Auch in Deutschland tut sich einiges. Die Kombination also aus dieser geostrategischen, geopolitischen Ebene mit Rückspiegelung auf die Finanzmärkte, das ist das, was mich immer interessiert hat. Und das finden Sie im zweiten Teil. Ich packe Ihnen unten den Link mal rein und auch übrigens die Geschichte im zweiten Teil noch mit Mario Lochner dazu gleich mehr. Also, ich hoffe, wir sehen uns gleich. Bis dann.